herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Auf dem Weg zum LU. Ich hole jetzt mal einen Drescher ab und hoffe, dass ich dem Vin Diesel da noch ein bisschen die Ernte vom Feld ernten kann. Andernfalls geht sein ganzes Feld in Bach runter. Dann ist es nämlich verdorrt. Aber vielleicht hat er ja eine Versicherung abgeschlossen. Dann würde er wenigstens ein bisschen was zurückbekommen. Ich vermute aber tatsächlich, dass ich für den Großteil des Feldes zu spät sein werde. Und die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wenn das jetzt so knapp wird von der Zeit her, ob er dann wirklich die Geburtstagsfeier noch macht. Ich würde sie an seiner Stelle ausfallen lassen. Weil da wäre mir die Ernte wichtiger. Aber das muss er wissen. Ja, 40.600 muss ich gleich noch überweisen. Damit ist eigentlich die komplette Einnahme von heute. Ah, 11.000, 12.000 hinüber. So, wo hat er jetzt den Drescher stehen? Ah, da. Na, ich schwing mich gleich rein. So, ich glaube, ich kann da vorne einfach immer geradeaus fahren. Und dann komme ich zu dem Feld, was ihm gehört. Also ich glaube wirklich, wir können von dem Feld nicht viel retten. Und ich hoffe mal, dass ich mein Pachtfeld jetzt nicht zu sehr aus den Augen verliere. So dass das nicht abgammelt. Bin mal gespannt, in welchem Zustand das Feld gleich ist.
Die haben hier auch schön geerntet. Wenigstens funktioniert bei dem Drescher hier die Lenkung. Bleibt hoffentlich so. Hoffentlich kommt er auch gleich mit dem Anhänger bei und wartet nicht auf den Weihnachtsmann. Oh nee, jetzt hat er ja auch Lenkungsprobleme. Auf die Notlenkung umschalten. Ja, warum steht eine Sämaschine im Feld? Verrückt. Diesel. Jo, du, ich bin an deinem Feld. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich wurde gerade noch zum Pannenhilfe eingeleitet. Der Müller hatte sich mit seinen Anhängern am Schild festgefahren. Bringst du einen Anhänger gleich mit? Ja, aufpassen, wenn du die erste Bahn direkt die Einfahrt reinfährst und die erste Bahn drehst, da steht noch mein Case. Ich frage mich, was der da macht. Ja, den hatte ich da letztes Mal war ich noch mit am Ansehen, da hatte ich den Auftrag ans LU gegeben und jetzt halt ist die Frucht reif geworden und ich habe den dann nicht mehr rausgekriegt. Okay. Darum bin ich umso froh, wenn wir da gleich dran vorbei sind, dass ich den mal auf meinen Hof setzen kann mit meiner Sämaschine. Jo, bin vorbei. Fast. Jetzt. Was hast du denn hier überhaupt angepflanzt? Ah, Sojabohnen. Ah, okay. Gut. Jo, kommst du halt vorbei mit einem Anhänger? Ja. Erste Bahn habe ich schon. Ich fahre im Kreis. Okay. Also, weil damit so viel wie möglich runterkommt. Ja. Gut, bis später. Ja. Tschüss.
Werden nur nachher beim zweiten Vorgewende werden wir die Spur wechseln, also in andere Richtung fahren, damit wir hier besser zurechtkommen. Dann ist es später zum Abtanken einfacher. Ganz ehrlich, dann würde ich ihm aber eigentlich nichts fürs Düngen bezahlen. Wenn ich jetzt für ihn hier Trash. Aber ich muss auf jeden Fall in der Früh auch zu 106 um die ernten. Das wird eine krasse Erntewoche hier. Folge warum ne? Hallo, hier ist 1 Jürgen von 1 Leitung. Ja. Was willst du? Will? Ja. Ich wollte es halt überweisen. Ah, ja, da war was. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Dass ich es nicht vergesse. Und jetzt habe ich es doch vergessen. 40.600 bitte. Ja, ich weiß. Gut. Wollte ich nur noch mal dran erinnern. Geldnot oder was? Ich? Ja. Ich muss ja gerade ernten. Dem. Ja, ich muss das aber. Geld in Hof. Das Straß. Stadt. Meckert doch. Weißt du. Ja, hier. Tschüss. Boom. Tschüssi. Ja, ich bin bei mir. Der denkt auch, ich hätte nichts anderes zu tun. Bleibt der mit dem Anhänger, ey. Ja, ich muss ja auf jeden Fall im Kreis fahren, weil in der Mitte ist es noch am besten, das Getreide. Oder die Sojabohnen. Und wenn ich jetzt eben Linien fahren würde, dann würde wahrscheinlich die Mitte. Oder dann würde ich halt unnötigerweise die Mitte schon mit abernten, obwohl die noch mehr Zeit hat. Deshalb ernte ich hier jetzt einfach in Reihe oder in Kreisen. Ich hoffe, dass der Fuzzi gleich kommt, ey.
hat sich nämlich noch ein Feld mehr, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich jetzt direkt zu meinem Hof fahren. Aber mal gucken, wenn ich hier jetzt fertig ernte, dann nehme ich den gleich mit, dann soll der mir gleich hinterherfahren. Kann er nämlich das andere Feld noch düngen, vielleicht. Wenn es zeitlich hinhaut. Was aber wahrscheinlich eher nicht klappt. Gut, liebe Leute, wir machen hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Elder Scrolls 19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.